Bankroll Management im Pokern ist das wichtigste Konzept und der häufigste Fehler, warum Anfänger beim Pokern pleite gehen. Was ist Bankroll Management? Warum ist Bankroll Management so wichtig? Und was bedeutet die richtige Anwendung von Bankroll Management? Das schauen wir uns in diesem Video an. Und Bankroll Management bedeutet das Managen eures Kapitals im Pokern. Ganz einfach, nicht unbedingt sehr komplex, muss man kein Wissenschaftler sein. Das heißt, dass ihr eure Finanzen, euer Geld im Pokern, also euer Guthaben, richtig einsetzt und einen Puffer habt. Das heißt, wenn ihr eine 100-Euro Bankroll habt, natürlich kein 100-Euro-Turnier spielt. Das ist jetzt sehr, sehr einfach erklärt, aber das reicht eigentlich auch schon. Weil wie im Leben müssen wir auch unsere Finanzen managen und im Pokern ist es nichts anderes. Das heißt, wir wollen nur so viele Buy-ins spielen, dass auch über mehrere Sessions, wenn wir Pech haben, wir nicht pleite gehen. Warum ist Bankroll Management so wichtig? Poker ist emotional sehr anstrengend. Wir kennen das alle, Bad Beats, Suckouts. Wir haben mal viele Sessions, wo wir einfach viel Pech haben. Und wenn wir jetzt zu aggressives Bankroll Management fahren, dann heißt das, dass wir relativ schnell pleite gehen. Und den Glücksfaktor müssen wir beim Pokern berücksichtigen. Je besser du bist, je erfolgreicher, je höher dein Return of Investment, desto geringer die Varianz, desto weniger Downswings hat man. Jedoch ist das ja gerade bei Beginnern eigentlich der Fall, dass die jetzt nicht die höchsten Winrates haben. Man lernt viel, man macht viele Fehler, das ist ganz normal. Und am Anfang ist man auch nicht unbedingt ein Winning Player. Gerade dann ist Bankroll Management sehr, sehr wichtig, weil man noch viele Fehler begeht und dementsprechend auch viele Sessions verliert. Nicht unbedingt, weil man Pech hat, sondern einfach, weil man schlecht spielt. Und das Bankroll Management hilft jetzt dabei, dass man länger spielen kann und nicht so viel verliert. Weil gerade am Anfang geht es darum, das Spiel zu lernen und langfristig profitable Strategien zu verstehen und anzuwenden. Und der emotionale Aspekt ist sehr wichtig, weil die Strategien zu lernen ist auch nicht unbedingt sehr, sehr schwer. Und wir haben da auch einen Gratiskurs auf raiseyouredge.com, wo wir in 5 Tagen oder ich in 5 Tagen euch die wichtigsten Konzepte beibringe, damit ihr auf den untersten Limits schon Winning Player werdet. Aber auch selbst wenn ihr korrekt spielt und die richtigen Spielzüge macht, kann es immer noch sein, dass ihr verliert. Und das kann emotional sehr anstrengend sein und euch vor eine Herausforderung stellen. Und wir kennen das alle, dass wir manchmal über mehrere Stunden einfach kein Glück haben oder über mehrere Sessions. Wir spielen gut, aber trotzdem verlieren wir. Und das Bankroll Management hilft, den finanziellen Aspekt ein Stück weit auszublenden. Das heißt, wir wollen eine richtige Balance zwischen Anspannung und Gelassenheit finden. Man sollte mit einem Bankroll von 10.000 Euro nicht 1 Cent Turniere spielen, weil dann ist da überhaupt gar keine Anstrengung. Gar kein Stress, kein Druck. Wir brauchen gesunden Stress, gesunden Druck. Aber wenn ihr dann 1 Cent Turniere spielt, das wird euch nicht unbedingt so richtig kehren. Ihr werdet viele Fehler machen. Wenn man jetzt aber nur eine 500 Euro Bankroll hat, sollte man nicht unbedingt 100 Euro Turniere spielen, weil einfach jedes Turnier dann viel zu wichtig ist. Das heißt, der Druck und der Stress ist einfach viel zu groß. Das heißt, wir brauchen da eine gesunde Balance zwischen Gelassenheit und Anspannung. Und Bankroll Management hilft uns da, die richtige Balance zu finden. Auch natürlich unser Ego spielt eine große Rolle, weil gerade Beginner immer in diese Falle, treten, dass sie denken, sie brauchen kein Bankroll Management, sie sind gut genug und können einfach mal 50 Euro Turniere spielen und haben 2 Buy-ins mit ihrer 100 Euro Bankroll, das schnelle Geld machen, schnell mal so ein 50 Euro Turnier für 3.000 Euro gewinnen. Das ist aber leider ein Trugschluss und die meisten werden verlieren. Es gibt immer mal sicherlich Ausnahmen, aber seien wir ehrlich, das ist wie im Casino. Selbst wenn man am Anfang gewinnt, ich habe schon unzählige Schüler gehabt, denen das passiert ist, die sich das dann leider später eingestehen müssen. Deswegen begeht nicht denselben teuren Fehler, die dann mal 2.000 Euro gewinnen und denken sich dann, ich habe jetzt eine Bankroll von 2.100 Euro, hat ja funktioniert, ich habe recht gehabt, ich bin gut genug, ich brauche kein Bankroll Management und dann werden nicht nur 50 Turniere, sondern 100, 200, 500 Euro Turniere gespielt und dann hat man da nur 10 oder 5 Buy-ins und die sind relativ schnell weg und die ganze Bankroll ist in wenigen Tagen oder wenigen Wochen oder vielleicht auch nur in 1-2 Monaten weg, je nachdem, was man für ein Volumen spielt. Ich habe das alles schon gesehen und deswegen sollte man am Anfang, wenn man groß gewinnt,
das so ein bisschen ausblenden und einfach seine Turniere weiterspielen. Weil so ein Lucky Bing kann jeder von uns im Pokern mal gelingen. Also, kommen wir jetzt zum Bankroll Management. Wenn ihr eine Bankroll von 100 Euro habt, solltet ihr nicht höher als 1 Euro Turniere spielen. 100 Buy-ins. Das bedeutet, dass selbst wenn ihr mal über 20, 30, 40, 50 Turniere verliert und nicht casht, habt ihr immer noch die Hälfte eurer Bankroll. Und ihr solltet auch nur so viel Geld einsetzen, dass euch das in eurem täglichen Leben nicht stört. Davon sollte nicht die Miete abhängen, das Essen oder andere Fixkosten. Ansonsten bringt ihr noch mehr zusätzlichen finanziellen Druck in euer Pokerspiel, was ihr nicht haben wollt. Ihr habt einen großen Nachteil gegenüber demjenigen, der mit dem Geld spielt, das er sich erlauben kann. Das heißt, wenn in den späteren Phasen der Turniere, ihr seid dann zu ängstlich oder zu aggressiv, weil ihr das Geld unbedingt braucht. Ihr macht einfach unglaublich viele Fehler. Zu tight, zu passiv oder zu aggressiv. Wenn man jetzt aufsteigt auf 200 Euro, das heißt, man spielt seine Bankroll von 100 auf 200 Euro hoch, dann steigt ihr auf die 2-Euro-Turniere auf und so weiter und so fort. Wenn ihr auf 500 Euro euch hochspielt, könnt ihr 5-Euro-Turniere maximal spielen. Was passiert, wenn ihr jetzt wieder verliert? Ihr geht auf 200 Euro hoch, dann spielt ihr die 2-Euro-Turniere, bis ihr wieder auf 100 Euro runtergefallen seid. Das heißt, wenn ihr bei 99,99 € angekommen seid, dann spielt ihr wieder 1-Euro-Turniere. Das heißt, beim Aufsteigen und wenn wir dann ein bisschen verlieren, wollen wir ein bisschen aggressiveres Bankroll-Management spielen. Das heißt, wenn ihr dann auf 200 Euro aufgestiegen seid, fangt ihr 2-Euro-Turniere an zu spielen. Wenn ihr dann auf 170 Euro runtergefallen seid, könnt ihr weiterhin 2-Euro-Turniere spielen. Das Wichtigste ist der Stop-Loss bei 100 Euro. Wenn ihr den erreicht, geht ihr auf 1-Euro-Turniere wieder runter. Natürlich wollen wir auch ein bisschen Risiko eingehen. Das ist wichtig und gerade beim Aufsteigen werdet ihr merken, da ist ein bisschen Anspannung. Ob ihr von 10 oder 20 Euro aufsteigt, das habe ich mit vielen meinen Schülern erlebt. Das ist normal und das ist auch gut so. Das heißt, natürlich, wir brauchen ein bisschen Druck, ein bisschen Stress. Wir sind Menschen, das ist ganz normal. Und ihr werdet euch aber auch dran gewöhnen. Solange euch das Geld nicht irgendwie finanziell im Leben einschränkt, werdet ihr damit klarkommen. Und das ist ganz wichtig, das ist der entscheidende Punkt. Lasst euer Ego da nicht ins Spiel kommen und dann werdet ihr im Pokern auch die richtige Balance zwischen Anspannung, auch was den finanziellen Aspekt angeht, und Gelassenheit beim Pokern finden, was auch sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn es mal nicht so gut läuft.